das Sternenfeld. Soll ich da durch? Komm, ich geh da rein. Wir gehen da rein. Wir gehen da rein. Wir gehen... Energie. Was ist jetzt? Wow! Alter! What the fuck? Drücke Tab, um das Datum zu öffnen und deine neue Kraft auszurüsten. Wir müssen dich zur Loge zurückkriegen. Was für Kraft? Boah. Episch, Mann. Drücke Tab. Wähle den Bereich oben aus, auf deine Kräfte zuzugreifen. Hier? Skills? Was für Kraft? Skills. Nee, wähle den Bereich oben aus, um auf deine Kräfte zu greifen. Ja, hier sind doch die Skills. Was will mir das Spiel jetzt sagen? Verstehe ich nicht. Wähle den Bereich oben aus? Ach, hier oben ist Kräfte. Hä? Ach, das habe ich gar nicht gesehen, weil da das Ding drüber war. Wähle eine Kraft aus, um sie Was für Kraft? Hä, es gibt ein neues... Lol, es gibt noch einen neuen Skillbaum. Boah, was ist jetzt? Kraftnamen umschalten, Q. Antigravitationsfeld, erzeuge in einem begrenzten Bereich ein Feld mit sehr niedriger Schwerkraft und werde Zeuge der wahren Kraft des Planeten. Kosten 45... Energie, Gesamt 60 Energie. Warum? Was mit Q? B? Ist das so wie eine Waffe oder was? Dann mache ich mal 1 als statt die Sniper. Wähle eine Kraft aus, um sie auszurüsten. Hier habe ich. B. 1 habe ich. Antigravitationsfeld. Anscheinend bin ich irgend so auserwählter. Keine Ahnung, ich habe da jetzt irgendwelche Kräfte. Halber Alien. Drücke Z, um eine Kraft zu nutzen. Z. Brauche ich gar nicht auf 1 machen, oder was? Unten rechts ist noch so eine Leiste jetzt hier, so eine blaue dazugekommen. Das ist anscheinend meine Kraft oder so. Ich brauche 30, um zu nutzen. Ich habe 40 oder sowas. Nochmal, wenn ich jetzt 1 drücke? Ich jetzt links? Nee, also ich kann nur Z drücken, das passt dann. Das ist wie so ein Helikopter, der kreist. Drrr, wie so ein Helikopter. Was zum Devil May Cry passiert hier? Krass. Geil. Also. Hammer. Hammer bis jetzt. Ich rüste meine Sniper nur wieder aus auf 1. Wollte ich auch mal testen hier. Welches ist denn die Sniper? Ah, hier. B1. Okay. Okay. Ja, jetzt. Was mache ich damit? Lol, jetzt habe ich irgendeine Kraft auch noch.
Was mache ich? Warte mal kurz. Wenn ich jetzt Z drücke. Lol, guck mal, das schwebt ja so komisch. Ich kann die Flieger einfach umdrehen. Alter. Ich hab jetzt. Ich kann jetzt mit der Gravitation spielen. Ich mach meine eigenen G-Kräfte jetzt. Aber was ist denn jetzt hier? Gott, wie krass. Warte mal, es gibt ja jetzt ein neues. Hey, ich komm komplett durcheinander gerade. Es ist jetzt ein neues Ding hier. Kräfte. So wie das aussieht, steht hier Undecke Tempel 7. Es gibt anscheinend noch solche Tempel. Und bei jedem Tempel kriegst du eine Kraft dazu oder da extra zum Auswählen. Das ist ein ganz kleiner Bereich. Es gibt hier noch mehrere Bereiche. Boah. Hey, wie mächtig du wirst. Was kommt denn da noch für Bossgegner irgendwann? Alter, wie krass. Ich hab das Gefühl, jetzt geht das Spiel erst los. Und wir haben jetzt schon so viel gespielt. Oh mein Gott. Help! Da noch so ein Viech. Machen wir es nochmal mit der Kraft hier. Z muss ich vielleicht umbelegen. Vielleicht die Maus oder so, keine Ahnung. Z ist halt eine Taste, die ist halt schwer zu erreichen, irgendwie so. So. Die Z ist halt nicht so geil. Das ist so krass. Das ist so krass, dass es schon abnormal ist. Ich habe Ressourcen 6 von 7, sehe ich gerade. Irgendeine Ressource fehlt mir noch zum kompletten Abschließen dieses Planets, oder was? Was jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht, aber krass. Ich bin einfach, hab jetzt einfach eine Macht, so wie Jedi, ne? So wie die Jedis da nach oben. Einfach ein halber Jedi jetzt, Main. Einfach ein halber Jedi jetzt. Wahnsinn. Krass. Okay. Jetzt muss ich mal gleich schauen, wenn ich in die Loge zurückkehre. Die eine Dame wollte ja so Proben haben. Ich habe ja, glaube ich, jetzt welche, oder nicht? Sind das nicht die Proben von den Aliens? Hammer. Sehr geil. Eine ganze Umgebung einfach hochheben. Willst du das verkaufen oder selbst verwenden? Scheiße. Wo ist der hin? Ist egal, Leute, der ist hier. Du kannst nicht entkommen. Wurscht, ich hab die Jedi-Kraft jetzt. Ja, und das schießt noch auf den Armen hier. Okay, also das Spiel wird immer besser. Am Anfang hätte ich ihm eine 6 gegeben, jetzt bin ich schon, gestern habe ich gesagt, glaube ich, 7,5. Okay, steigert sich. Krass. Mein erstes Bethesda-Game, also RPG. Mein zweites RPG generell überhaupt nach Baldur's Gate, also das haben wir ja auch nicht durch.
müssen wir ja noch lange spielen. Cool gemacht hier. Ich liebe einfach Weltraum. Gefühlt im Weltraum geboren, so viele Weltraumspiele gespielt. Oho, Level 20. Hi. Was geht? Bisschen wäre es nicht unbedingt notwendig gewesen, aber Wahnsinn. Hi. Ich wollte jetzt absichtlich nicht schnell reisen, weil das Feeling gerade ein bisschen mitnehmen hier. Ich hätte schnell reisen können, wäre kein Problem. Ich würde am liebsten, ich mache das jetzt noch und dann tue ich schnell zurückreisen. Ich habe noch zwei Orte, die ich nicht erkundet habe und hier sind so viele. Das ist echt wild. Wir nutzen jetzt nicht alle Schüsse von dem. Das ist so laut. Mich doch mal kurz schauen. Ich habe auch welche nicht gebeinet zum Testen einfach. Hier, was ist das für ein Ding? Noch gar nicht probiert. Da haben wir schon AOE-Loot, was wir jetzt machen können mit dem Ding, ey. Krass. Oh. Ja gut. Okay, der war jetzt low. Der war jetzt low, wer weiß, wie die anderen Schaden kassieren. Wer weiß, wer weiß. Boah, das ist schon kühl, hey. 19,9. Ich glaube, ich sollte, wenn es über 20 geht, vielleicht sogar zumachen, oder? Sonne ist halt wieder krass am Grillen. Gestern geschafft, es auf 18 Grad hier hinzukriegen. Aber, ja, knapp 19 eigentlich. Du hättest mehr trainieren sollen. Aua. Ja, POIs nehmen wir noch mit. Und dann haben wir's. Ja, das ist noch so ein großes Teil. Das scheint vier von denen oder so, keine Ahnung. Das ist immer in der Herde, ne, ist der unterwegs. Scheint hier doch da. Das ist ein Herdentier. Auf Frames sinken wir auch ganz schön am Planeten, aber es ist nicht schlimm. Es geht, es geht. Hey, mehr als 30 auf der. Auf die Xbox. Oh. Wie so ein Helikopter. Aber die Taste Z muss ich immer erst suchen.
Tasse Z muss ich immer erst suchen. Hammer. Das Spiel wird immer wilder von Tag zu Tag. Das auch von dem Schaden? Ja. Oh, krass. Nicht gewusst, dass dieses Ding so stark ist, dieser Scheiß-Scanner. Alter, das zahlt ja unendlich Schüsse, gell? Also das ist ja, das hast du ja immer. Misthaufen. Aber warum ist da jetzt Misthaufen? Oh, ich kann es da mitnehmen. Da ist Blei drin. Ich scheiß auch Blei. Ja, das date mich da, als würde ich ihm sagen, der scheiß bestimmt Alu. Oh mein Gott, wie krass hier. Was habe ich denn aber nicht gescannt? Kämpft wieder rum, oder was? Ich würde eigentlich ja durchrushen. Ich habe aber echt noch nie so viele Points of Interest am Planeten gesehen. Ich kenne es immer nur, dass 3 oder 4 sind. Meistens irgendeine Anlage, dann eine Höhle, eine Anlage so gleichzeitig Raffinerie, dann irgendwelche Wohnhäuser. Wo irgendwelche Piraten oder so ein Scheiß sind, aber das ist ja riesig gerade hier das Gebiet. Das ist anders wild. Okay, noch so eine Anomalie. Anomalie. Oh. Und es gibt hier auch gut XP eigentlich. Hallo. Okay, ich habe jetzt... Das ist lustig, wenn ich so gehe, ist es unbekannt. Dann gehe ich einmal auf Scan, dann ist da ein Gebäude auf einmal. Haben wir schon auf Range scannen oder wie? Ich will eigentlich nur noch diese... Diese großen töten. Hä, Gebäude unbekannt. Ja, die geben halt gut XP. Waffe gefunden, ey. Was? Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei dieser Quest, bin mir nicht sicher, aber ich konnte noch nie so irgendwie so lange gehen. Gibt's nicht eine unsichtbare Mauer, weil normalerweise ist das eine kleine Bubble, was das angeht, wenn du irgendwo landest, aber dadurch, dass es diese Quest hier ist, kannst du ganz, ganz weit voranschalten am Planeten. Habe ich auch noch nicht gehabt.
Oh, was sind denn hier für... Was sind denn hier für Gebäude? Was ist denn das? Geh mal da weg, lass mir Ruhe. Ich hoffe, die eine oder andere kämpft nicht. Komm mit mit mir. Was für Gebäude, was für... Ist das nochmal was für Planet? Im... Proxion-System. Proxion 3. Oh nee, mein Headset sagt mir Abstand niedrig. Digga, ich habe jetzt krasse Sachen erlebt hier, Tommy. Das Spiel wird immer wilder. Das Rating steigt, das Spiel wird immer wilder. Na klar. Bin ich live. Noch ein paar Minuten. Ich habe jetzt irgend so eine Kraft bekommen hier. So richtige Macht habe ich jetzt. Ich habe jetzt so eine Jedi-Macht bekommen eben. Ich bin jetzt ein halber Alien. Jetzt habe ich irgendwelche... Ich habe Sachen gefunden, Alter. Glaubst du nicht? Schwebende Dinger, Alienkräfte, drehende Kreise ineinander. Das war so heftig, was hier alles passiert ist. Kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt auf einmal habe ich wieder normale Menschen. Jetzt kann ich dir mal zeigen, was ich machen kann. Guck mal an hier. Hier. Den kann ich schweben lassen hier. Einfach die Jedi-Macht nutzen, um sie hochzuziehen, so wie der Darth Vader gefühlt. Das ist ganz neu jetzt. Also meine Jedi-Kräfte mal, einfach mal mitnehmen hier. Und ich bin gerade noch am Waffentesten. Ich kann dir jemand anpinkeln hier. Krass, Alter. Ja. Wie hast du geschlafen? Wunderschönen guten Morgen, Tommy, unterstrich NGN. Ich bin auf so einem Planeten, wo ganz, ganz viele Alien-Sachen sind. Und ganz, ganz viele so Points of Interest. Mal gibt es nur drei oder so, vier. Es sind Tausende hier. Das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich irgendeine Basis entdeckt, keine Ahnung. Was halt schon ziemlich normal wirkt. Im Vergleich zu dem ganzen Stuff, den wir eben gesehen haben. Ganz viele Alien-Artefakte gefunden heute. Bisschen in der Story halt weitergemacht, in der Main Story. Sonst nur Sidequests auch noch. Anders, krass. Ist das ein Stromding oder was ist das hier genau? Normalerweise kannst du in einer Location gar nicht so weit rumrennen. Normalerweise ist das Spiel irgendwie so ein bisschen begrenzt auf kleine Areale, aber irgendwie hier... Hier geht's. Ich denke mir, das ist vielleicht eine spezielle Quest. Wegen dem Alien-Dingsbums da. Bei den Tempeln. Warte. 1, 2, 3... Gaming Mode. Und eigentlich, Tommy, kann ich dir sagen, ich habe nur auf dich gewartet. Weißt du, wie ich meine? Nur auf dich gewartet habe ich. Okay, wir haben noch eine Waffe zum Testen. Stopp, Waffe. Das haben wir getestet. Welche ist noch nicht gebindet? Die hier? Die brauchen wir nicht testen. Das haben wir noch eh schon so eine ähnliche. Achso, ich habe der jetzt gelootet vielleicht. Stimmt, ich habe dann schon gelootet einige. Ja, die haben wir ja schon. Die haben wir schon auf der 3, 4, 5 oder 5. Aber 60 Schüsse hat die gerade gehabt. Oder? 50, 60? 60.
einem fetten Display. Hey, das endet hier nie wieder. Boah, und jetzt bitte lande ein Raumschiff, dann können wir noch ein Raumschiff klauen. Oh mein Gott. Ah, ist zu weit weg, oder? Fuck. Kann ich hier Licht setzen, Punkt oder so? Wir dürfen uns nicht ablenken lassen, wir müssen geradeaus. Scheiße, wir dürfen es nicht aufhalten lassen. Hangert nicht, Wudo, gleich. Schau, es landet. Ja, ich muss dahin, ich will das haben. Hallo, nicht hängen bleiben hier. Ich weiß, ich habe kein O2 mehr, egal, keine Zeit, scheiß auf Sauerstoff. Einfach lauf. Kannst du sehen, was du hast im Discord? Steht irgendwas mit Amazon, okay. Ich hoffe, ich habe dadurch die Orientierung nicht verloren. Wo ist es gelandet? Hier? Meint ihr, ich finde das? Schiffslandepunkt hier. Was? Nein, nicht platzieren, Außenposten. Was hast du dir? Willst du denn da kaufen, Wudo? Ich hab's gerade nur klein gesehen. CPU-Belastung so, die CPU so hoch. So krass am Planeten oder was? Geheim, okay. Deswegen schickst du mir Link, finde ich gut. Sag nicht, die sind schon weg. Ich hab keinen Sauerstoff mehr, ich lauf wie. Du hast es gibt doch keine Fahrzeuge anscheinend, hier musst du laufen. Die sind noch da, da ist noch irgendwas. Ja, lass mich doch in Ruhe mit denen. Lass mich mal kurz. Zeit für den Scheiß. Digga, es kommen so viele. Ach, die kämpfen auch damit. Schau mal an. Wurde der Kapitän getötet oder was von denen? Oh mein Gott, jetzt muss ich ein Schloss knacken, um ins Schiff reinzukommen. Okay. Ja, Moment.
gar nicht, also gibt gar nichts hier, Voodoo. Okay, mal schauen, wie schaut es im Schiff jetzt hier aus? Es ist hier. Es ist nicht so schlimm, weil du hast eigentlich kaum irgendwelche Sachen zu überqueren. Du bist dann in einer kleinen Bubble drin, aber es scheint hier eine Ausnahme auf dem Planeten zu sein. Normalerweise kannst du irgendwie 1000 Meter nach vorne, nach hinten laufen, Ende der Geschichte. Hier scheint es etwas anders zu sein, auf dem Planeten. Okay. Cockpit. Captain. Hier ist keiner. Okay. It's a me! Mario! Let's go! Wieder so ein Scheißschiff bestimmt, ey. Was kein Schwein will. Ja, okay. Die Energie. Let's go! Also du brauchst, glaube ich, kein Fahrzeug, nichts. Du läufst halt einfach nur spazieren. Und fertig. Okay. Was haben wir denn jetzt für ein Schiff? Wie? Das Schiff. UC Mule? Ist das von der UC? Oh. Oha. Okay. Und was hat das? Crew 2 Reaktor 20? Und das hier ist... Das ist schon besser. Aber ich habe so ein Traumschiff, was ich vorhin gesehen habe. Also hier bei dem steht halt der Wert, aber wenn ich es irgendwo verkaufen will, bei so einem Schiffshändler kriege ich nur 800 oder 600 dafür. Da steht 81.000. Ja, das ist der Wert, den ich investiert habe. Aber das Schiff ist ja... Ist halt, was kostet registrieren? 10.000? Ja gut, das passt. Ich habe das jetzt on the fly für 10.000 registriert. Muss ich da nicht normalerweise irgendwo hingehen? Fracht 1.600. Okay. Das sieht echt verrückt aus, okay. Aber ich habe so ein geiles Schiff auf New Atlantis gesehen für 200 irgendwas 1000. Krass, Alter. Energie. Geil. Es wird immer besser, das Game. Du weißt, dass mein Ober den Antrieb gebaut hat, oder? Wir sind da. Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis. Ich dachte, ich hab vielleicht irgendeine Scheiße wieder wie vorhin. Dachte, ich hätte irgendeine Kacke vielleicht wie vorhin, ey. Du kannst kein Schiffsmodul installieren, dessen Klasse. Soll die Stadt inspirieren oder einschüchtern? Vielleicht kommt es darauf an, warum man hier ist. Schau, ich hab jetzt eine neue. Die Sara ist jetzt Vergangenheit. Das war's. Jetzt ist sie da. Hallo. Okay, jetzt muss ich Ihnen davon erzählen, was ich erlebt habe. Ich bin nicht so oft hier wie die anderen, aber ich freue mich, dass ich ein eigenes Zimmer habe. Aber du brauchst doch kein eigenes Zimmer. Okay. Bei Kriegs Knochen. Was geht los, dich an. Wenn es in Ordnung ist, führe ich jetzt direkt ein paar Scans durch. Mit mir?
Wir lagen mit der Anomalie richtig, oder? Du musst uns allen die Ohren spitzen. Ja. Boah, Alter. Wer die Artefakte erschaffen hat, steht auf Rätsel. Es gab mir Kräfte, Vlad, Kräfte. Es gab ein Gebäude, eine Art Tempel. Alles muss ich sagen. Oh Mann, es ist alles geil. Kräfte. Bei der pechschwarzen See. Wovon redest du? Was passiert? Was ist mit dir passiert? Wladimir, sieh dir das an. Die kardiovaskularen und neurologischen Werte sind nicht normal. Genau die. Wie wäre es mit einer kleinen Demonstration? Zusammenfügen der Teile? Okay. Gut. Probieren. Das haben alle gesehen, oder? Oh, nee. Wow, wie geil. Ein Geschenk des Himmels. Krass. Und das bislang praktischste Ergebnis unseres kleinen Abenteuers. Wahnsinn. Für sowas habe ich keinen klugen Spruch. Das ist einfach echt schräg. Das muss geheim bleiben. Ich darf davon wissen, ich werde diese Kräfte überall einsetzen. Das hat der Tempel bewirkt. Alles hängt zusammen. Die Artefakte, ja, klar. Der Tempel, ja, safe. Und diese Kraft. Aber wir wissen nicht, wie alles zusammenhängt. Wir brauchen mehr Infos. Noch mehr? Gibt es noch mehr davon? Die Scans deuten bereits auf ein weiteres hin, dass du den bereits gefundenen Artefakt hast. Theoretisch sollte in jedem Tempel eins sein. Oh. Doch bei all den Anzeichen eine Übereinstimmung zu finden ist schwierig. Ja. Ohne das korrekte Artefakt zum Abgleich ist das unmöglich. Und auch dann dauert es eine Weile. Ja, ich mach das schon. Du glaubst, es gibt einen Tempel für jedes Artefakt? Auf anderen Planeten könnte es ebenfalls Gravitationsanomalien geben, warum nicht alle absuchen? Könnte ich nicht einfach die Tempel für Artefakte finden, die wir bereits haben? Ich kümmere mich um die anderen Anomalien, die ihr entdeckt habt. Hoffentlich ist noch ein Tempel. Fragen erstmal. Gut möglich. Ohne die Daten vom Artefakt war diese planetare Anomalie nicht zu entdecken. Man braucht das eine, um das andere zu finden. Ja, passt. Ist doch gut. Auf anderen Planeten können, ja, passt. Um die Quelle zu finden, musst du trotzdem noch die Artefakte mit den Daten vom Auge abgleichen. Okay. Nicht alle auf einmal. Hast du wieder eins gefunden, komm nach Hause. So kann ich die Suche weiter eingrenzen. Alles klar. Ich kümmere mich um die anderen. Glaub ja nicht, dass der Tempel rein zufällig auf dich reagiert hat. Die Artefakte, die Visionen und deine alles neue Kraft. Alles betrifft nur mich. Das alles passt irgendwie zusammen. Krass. Das alles hält uns auf Trab. Naja, drück das Glück da draußen. Ich suche weiter nach planetaren Anomalien, die zu unseren Artefakten passen. Wild, Alter, wild. 11.000 und alles. Wow. Ins Unbekannte abgeschlossen. Letzte Worte. Mission aktualisiert. Ach du Scheiße. Ich fühle mich hier vom ersten Tag an wie... Wahnsinn. ...zu Hause. Diese Leute sind meine Familie. Ich hoffe, dir geht es auch so. Warte, ich hab was für dich. Komm mal. So sehr ich es auch liebe, neue Fragen zu entdecken. So, erstmal hier. Antworten hier und da. Was sagen die Scans? Bin ich gesund? Bevor ich etwas sage, muss ich klarstellen, dass ich keine medizinische Ausbildung habe. Ja, egal, sag einfach. Was hast du gesehen? Ja, bitte. Ich glaube schon. Ich habe zwar gesagt, die Scans wären nicht normal, aber das heißt nicht gefährlich oder besorgniserregend. Okay. Ich werde dich im Auge behalten, aber du hast dich offenbar an die Veränderungen angepasst. Mach kein Side-Eye. Dir geht's gut, oder? Ich fühle mich kribbelig hier. Soll ich dir Bescheid geben, wenn mir zusätzliche Gliedmaßen wachsen? Aber wenn ich plötzlich irgendwie anders fühle, soweit ich das sehe, bin ich noch genau wie gestern. Vielleicht sollte ich mir lieber einen echten Arzt durchchecken lassen. Nicht böse gemeint. Ich fühle mich, als könnte ich mit der ganzen Galaxie aufnehmen. Komm, wir machen erstmal diesen Witz mit den Gliedmaßen. Ich bin zwar keine Ärztin, aber das würde mir wohl auffallen. Oha. Es gibt keinen Grund, von so etwas Drastischem auszugehen. Aber wir bewegen uns auf unerforschtem Terrain, also... Ja. Du wärst dann einfach besonders geschickt und nützlich. Ja, auf jeden Fall. Dogma, danke dir. Willkommen. Was geht? Ich fühle mich, als könnte ich eine ganze Galaxie aufnehmen. Okay, wenn ich Ärztin wäre, würde ich dir davon dringend abraten. Aus verschiedenen Gründen. Aber ich werte es vorerst mal als positives Zeichen. Entspann dich erstmal. Wir stehen alle hinter dir und kümmern uns um dich. Das ist aber süß. Und wenn du nachts aufwachst und ich über dir stehe und Scans mache oder dir Blut abnehme, nimm's locker.
Entspannt. Kleiner Witz, tue ich nicht. Voraussichtlich. Schauen wir mal. Okay, danke. Achso, nee, warte, ich habe organische Sachen für Sie, oder? Die Artefakte alle. Okay, zeig her. Hier. Ich habe keine, ne? Aus dem Schiffsinventar, warte mal, verkaufen? Schiffsinventar, nee. Ach so, das ist gar nicht so, dass du irgendwas gibst. Du kannst dir nur, okay, ja, ich verstehe, alles gut. Verlassen. Pass auf dich auf, okay? Ja, sicher. Safe. Boah, das war eine super geile Mission. Also das war eine super krasse Mission, die wir gemacht haben ins Unbekannte. Wow. Jetzt haben wir mal ein paar Hauptquests gemacht. Gar nicht so viele. 4, 5 Stück oder so. Und das war's dann schon eigentlich. Da habe ich mir den Weg gemerkt. Also an dem Typen vorbei, der normalerweise da sitzt. Hier rechts und dann hier nochmal rechts, oder? Ja. Okay, wir müssen immer gleich schauen wegen der Ressourcen. Inventar. Ressourcen alle lagern. Sonstiges. Seltsames Ei. Woher kommt das denn jetzt auf einmal? Okay, fertig verkaufen. Notizen. Dann, ja, die anderen Sachen tun wir verkaufen. Wir haben gar nicht so viel zum Verkaufen. Ist das mein Inventar jetzt gerade? Lager? Mein Inventar, genau. Okay. Übrigens wieder weniger. 83, okay, müssen nur ein paar Sachen noch loswerden. Hi, kann man mit dir sprechen? Ja. Ja, natürlich. Wir haben schon alles, oder? Okay, gut, schade. Mhm. Wiedersehen. Wiedersehen, alles klar, kein Problem. War Wahnsinn, also was wir hier jetzt schon gemacht haben. Boah. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Können wir uns das Ding nicht kaufen? Ich wollte vielleicht jetzt ein Schiff testen. Money, wo sind wir denn jetzt? Na, uns fehlen 14k? Ist das überhaupt noch da? Warte, ich kann mich ja von hier porten, gell? Mhm. Achso, jetzt bin ich auf Automaten. Nee. Ich wollte nicht zum Flughafen, also zum Raumhafen. Dann gehe ich zu meinem Schiff, warte, bin ich eh automatisch da. Ja. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Ja, geht so. Ich will jetzt gar nicht dahin. Ich wollte schauen. Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Jo. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsicht Weiß ich schon. Du findest sicher was dir gefällt. Das 6er Schiff. Der hat jetzt 16 Schiffe? Boah, wir müssen mal durchschauen. Rammler hier, nee. Boah. Galileo hatte er vorhin auch schon. Mako hat er nicht. Gladius. Hoplite. Mule. Ranger. Das hier. Das wollte ich mir holen. Shieldbreaker. 2280 Frachtkapazität. Da kann ich looten wie so ein Schwein. Da habe ich eh den unendlichen. Ich habe jetzt eh den unendlichen Tresor gefunden. Aber das wäre krass. Shieldbreaker Main, hey. Leider fehlt mir ein bisschen was. Ja. CT? Ja, CT muss er machen. Machen wir gleich, Voodoo.
Wahnsinn. Lagt das gern bei dir auch so, wenn du irgendwie reingehst, wo du das laden musst oder am Planeten landest? Extrem, wenn du nicht irgendwie Mods oder sowas drauf hast, ja. Das ist brutal hardwarefressend hier. Race Life, brutal. Was hast denn du für Prozessor und für Grafikkarte? Also ich habe stundenlang mich mit Mods beschäftigt und viel hin und her probiert und getestet, dass es überhaupt läuft. Ich habe es erst nach 3 oder 4 Tagen hinbekommen. Naja, was heißt besser wird? Also ich konnte am Anfang halt mit irgendwie auf Medium spielen, das kann ich halt höher spielen. Ich habe halt DLSS 2 drauf getan und DLSS 3 kann man drauf tun. Also 3 habe ich wieder deaktiviert. Also DLSS 2 kann ich jetzt nutzen. Da läuft es einigermaßen geschmeidig. Aber es ist schon brutal hardwarefressend. Aber die Mod tut dir ja nicht den PC oder verbessern oder das Spiel verbessern. Das tut dir nur halt die DLSS-Sachen freischalten, falls du von heute eine Nvidia-Karte hast. Musst halt ein bisschen rumtweaken, rummachen. Also wie gesagt, ich habe jetzt über 10 Stunden rumgemacht. 3-4 Tage habe ich das verteilt und lang immer. Und jetzt geht seit gestern, kann ich es ja spielen. Richtig. Also die Mod zaubert nicht, die schaltet halt nur, wenn du möchtest, die LSS frei. Tut dir vielleicht das Vorverändern, wenn du möchtest. Tut die Farben und so anpassen. Aber trotzdem musst du dich halt an die Hardware richten. Das hilft halt alles nichts. Also Jero kann zum Beispiel, der hat 2080 super und der kann halt mit seinen 50, 60 Frames spielen, wenn überhaupt. Ansonsten ja, die Engine ist sehr, sehr schwer. Also ruckelt bei mir auch noch jetzt so, wenn ich irgendwo reingehe oder so. Oder generell, wenn viel los ist, besonders am Planeten oder so. Planeten brauchst du halt starke, also ist halt brutal mit CPU und GPU gleichzeitig. Hopelight ist ja auch nicht schlecht. Der hat alles doppelt jetzt auf einmal. Das würde ich mir gerne holen hier. Eine R9. 59X. 12 Kerne, okay. Und 3070 Ti. Ja, da geht ja eh DLSS 2. Kannst du mal schauen, dass du dir da DLSS drauf tust. Da kannst du dir auch Videos anschauen. Gibt es bei YouTube einige. Einfach bei YouTube eingeben halt Dingsbums. DLSS, Starfield und so ein Scheiß. DLSS 2, genau. Das Spiel hat nun mal nur FSR 2. Ich spiele auch nur mit DLSS 2. DLSS 3 funktioniert nicht richtig. Das geht hier bei der 3070. Müsste schon auch hin. Was für Settings hast du denn aktuell? Du hast ja bestimmt FSR 2 aktiviert. Du hast ja, was für Auflösung spielst du denn? Sieht alles gut aus. Achso, warte hier mal. Und hier ist unser neuer Kerl. Du findest sicher. Verkaufen R. Ja, ich hatte sogar auf 27p gezockt, wo du die ersten Tage, ne? Echt so. Okay, das ist 13.000 wert. 11.000 mein normales Schiff. 12.000. Milder runtergeschraubt bis zum Erbrechen. Es macht halt keine Laune. Ja, fühle ich. Ist schwierig. Du könntest auf jeden Fall mal mit DLSS probieren. Ja, mir hat es geholfen. Und was mir am meisten was gebracht hat, das wusste ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du Windows 10 oder Windows 11 hast. Bei Windows 10 muss man was aktivieren. Bei Windows 11 anscheinend auch. Hat mir der Jarocker vorher gesagt. Bei ihm ist es auch so. Ich habe auch Windows 10. Das musst du hier auf jeden Fall einstellen. Das hat mir noch... Also ich hatte auch am Anfang 40, 45 Frames. Und als ich das umgestellt habe, hatte ich dann 60 Frames oder 55, 60. Also 10 bis 15 Frames hat mir das gebracht. Bei Grafikeinstellungen das einstellen. Verbessert die Wartezeit und Leistung. Das musst du einstellen. Nur dann
geht FSR und DLSS. Muss man ohne Scheiß mal machen. Du kannst das, gehst ins Spiel rein, bleibst da stehen, schaust auf deine Frames, falls du eine Frames-Anzeige hast, machst das an, tust das Spiel neu starten, lädst die Szene und schaust deine Frames an. Zack, waren bei mir viel mehr. Ultra. Also das hilft unabhängig von den Mods. Also das hat am meisten geholfen. Das mit dem DLSS und alles, du hast ja auch FSR an. DLSS und FSR macht nicht so viel Unterschied. Es sieht besser aus von der Beschleunigung her. Ganz leicht besser. Aber das hat eine Menge ausgemacht. Bei mir ist es noch momentan so, das Spiel wird gerendert von, okay, ich habe jetzt sogar 1440p normalerweise, okay, von Full HD auf 1440p wird es hochgerendert. Mir zeigt er gerade an, dass es auf 1440p von 1440p, okay. Warte, jetzt gleich nochmal da, hier Einstellungen. Anzeige. Ich habe halt hier Renderskalierung auf 75% gelassen. FSR 2 an, weil das DLSS ersetzt es quasi. Sonst spiele ich gerade so. Ich habe auch eine 4070 Ti, ich weiß nicht, die ist schon ein bisschen schneller dann. Aber selbst mit einer 4090 strugglest du an vielen Stellen bei dem Game, weil es halt nicht wirklich und hier ist unser neuer gut optimiert ist. Meine Crew kann sich dann. Genau das. Du findest sicher was, was dir gefällt. Es ist halt absolut traurig, dass man solche Sachen damit, dass man kaum einmaßen läuft. Ja, es ist halt eine beschissene Engine. Dude, das ist meine allererste Berührung von Bethesda-Spiel. Ich habe kein Fallout, kein Skyrim, nichts. Das ist halt die gleiche Engine. Und das soll halt alles schon immer scheiße gelaufen sein, ohne irgendwelche Modifikationen. Ist für mich neu, ist mein allererstes RPG-Spiel. Ich habe halt vorhin ein bisschen Baldur's Gate gespielt. Ich habe sonst nie irgendwas mit RPG zu tun gehabt und das ist halt schon heftig, was diese Engine hier macht. Aber man kennt sie ja eigentlich. 2023 oder 2022, jedes Spiel, was rauskommt, ruckelt und ist beschissen optimiert. Das muss man ja fast schon gewohnt sein. Also ich würde... Bethesda habe ich fast jedes Game zocken, als lief einmal frei, bei mir zumindest. Okay, gut. Ich habe das halt ein bisschen anders gehört, aber... Glück gehabt, dass es dann funktioniert bei dir. Das ist doch schön. Soll ich die Schiffe verkaufen? Und dann andere holen? Soll ich mein Main-Schiff verkaufen? Also ich würde das verkaufen, das ist eh Schmutz. Das weiß ich, das brauche ich nicht. Also, das kommt weg. Crew 3, Schild. Nee, ohne, Odo. Kann ich dir einen Link zeigen? Du schaust kurz, ob es das was ist, was ich brauche. Ach so, warte, da muss ich dir Permit geben, gell? Was, warte, was ich da hier? Permit. Geht das hier? Keine Ahnung, probier mal. Ich sehe nur Sternchen. Warte, sehe ich das hier? Lol, okay. Ich weiß nicht, was für Settings da gerade sind. Ich sehe nur Sternchen. Auch auf Chatterina überall. Was schaust du denn? Also, um was geht's denn? Diese Grafikdinger, oder was? Das hier. Du musst bei Windows Start drücken, gibst Graph ein und dann hast du das. Ja, das ist das Richtige, ja. Das ist das Richtige. Aber ja, das stimmt, das ist richtig. Aber probier erstmal das, bevor du das machst. Das, wie gesagt, das ändert nicht so viel bei der Performance.
Also, das merkst du enorm, also bei mir zumindest. Diesen Upscaler ist von der Optik besser. Ganz leicht ist kein Flimmern da, aber die Performance ändert sich nicht so krass. Also das ist halt Main, das andere ist halt nur so ein bisschen mehr Optik und ganz leichte Verbesserung. Ich weiß ja nicht, wie die 3070 Ti da auswirkt. Also das ist halt heftig. Aber das stimmt schon, das ist richtig. Ja, probier's halt mal, ja. Probierst halt mal. Verkaufen Wut, oder? Das würde ich nicht verkaufen. Das sieht schon stark aus. Razor Leaf. Und das würde ich jetzt auch nicht unbedingt verkaufen. Ist ja von UC, aber ist ja auch irgendwie scheiße. Das kann ich auch so verkaufen. Nehmen wir mal meins wieder als Main Schiff, oder? Ja. Kann ich denn meinen, das Mannschiff nehmen würde? Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Warte, wenn ich meins das Mannschiff nehmen will. Geht das hier, wenn ich jetzt hier Heimatschiff?